Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Campaign of France. Das Wochenende steht an, wir haben Freitag 20 Uhr, ne? Ihr habt wahrscheinlich schon Wochenende, eventuell, ich noch nicht. Ich habe noch ein bisschen Arbeitszeit vor mir, insgesamt 1 Stunde 45 Minuten noch, ne, 1 Stunde 15 Minuten noch, 21.15 Uhr habe ich Feierabend. Dementsprechend, ihr könnt wahrscheinlich schon chillen, ne? Und das Wochenende genießen. Ich noch nicht. Aber bald, ne? Bald kann ich das Wochenende auch genießen. Wir brauchen Gülle. Ja, komm, wir machen mit Gülle und dann machen wir mit Gärresten noch weiter, ne? Dann verballern wir dementsprechend wieder immer Gärreste. Ist auch kein Ding, ne? BGR ist ja direkt in der Nähe, von daher passt das ja. Weil Gülle und Gärreste können wir, glaube ich, nicht mischen, ne? Ich glaube nicht. Ich schaue jetzt mal. Wir schauen jetzt mal, ob wir eventuell auffüllen können mit Gärresten jetzt. Ich glaube aber nein. Ich bin mir nicht sicher. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es mal, ne? Klappt nicht, okay. Gut, klappt nicht, egal. Ist nicht schlimm, ne? Ist nicht schlimm, dann verballern wir die Gülle jetzt. Füllen anschließend mit Gärresten auf. Und werden dann hier Feld 27 schön düngen, anschließend pflügen. Das wird schon passen. Das wird schon passen, ne? Ich meine, den Dünger kriegen wir so ja echt gratis eigentlich, ne? Das ist ja gar kein Thema. So, das war die Gülle. Dann holen wir jetzt Gärreste. Werden damit weiter düngen. Hier ist die Ausfahrt, dann muss ich einmal hinten rum. Wir halten uns dran. Wir halten uns auf jeden Fall dran, ne? Und wie gesagt, Wiesen werden wir machen. Hier die Sojabohnen sind fast fertig. Eine Wachstumsstufe noch, dann sind die durch. Die Wiesen müssen wir noch machen. Können wir noch Grassilage draus machen, habe ich ja vor. Oder haben wir ja vor. Gärresse. Einmal bitte auffüllen. Danke sehr. Und müssen wir noch Silage verkaufen aus einem Fahrsilo, ne? Mhm. Also Haufen Arbeit, Leute. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? So, dann dünge ich das jetzt mal eben schnell hier die Ecke. Will ich auch noch gedüngt wissen. Und dann düngen wir jetzt noch den Teil hier. Sehr schön.
Sieht doch gut aus. Läuft gut, läuft fantastisch. Können wir echt zufrieden sein. Ich meine, in kürzester Zeit haben wir jetzt das Feld gedüngt. An sich. Können pflügen, wahrscheinlich kalken, nochmal düngen und dann wieder direkt neu einsehen, ne? Vor allem dadurch brauchen wir es auch gerade nicht grubern. Ist auch geil. Ist auch nice, ne? Ist auch eine nette Sache, auf jeden Fall, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht noch eine Mission hätten, die wir machen könnten fürs Düngen. Ich meine, Düngen bringt ja meistens immer relativ schönes Geld rein. Ich bin mir unsicher, ob wir das machen, ne? Ja, wir hätten Düngerfelder, Feld 14, Feld 21. Das wäre einmal das kleine Feld hier. Feld 21 wäre zum Düngen. Wir hätten sonst noch Feld 11 zum Düngen. Das wäre hier das kleine Feld. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nein. Wie sieht es mit den Tieren aus? Bekommen wir demnächst wieder Nachwuchs? Nächstes Tier in einer Stunde 15 Minuten, okay. Schafe sind wir bald bei, ja, in 46 Stunden 45 Minuten kommt das nächste Schaf und bei den Kühen in 37 Stunden 15 Minuten, okay. Also dauert alles noch, bis auf den Hühnern, ne? Da ansonsten dauert es noch, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß der Hühnerstall ist. 55 Hühner oder sowas passen da rein, meine ich, waren das, ne? Ich mein 55 Hühner. Kann das sein? Ich glaube ja, ne? Ja, genau. Also haben wir noch ein bisschen Platz für Hühner. Ist in Ordnung. Gut, dann werden wir jetzt pflügen, beziehungsweise mit dem Tiefenlockerer arbeiten. Das werden wir mal machen. Dann schauen wir weiter, ne? Schauen wir anschließend weiter. Ob wir kalken müssen oder nicht, ne? Ich gehe davon aus, ja. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Aber werden wir danach sehen. Ich weiß nur nicht mehr, mit welchem Traktor wir arbeiten sollen, ne? Ich meine, bezüglich Mietkosten, ja, die Mieten sind relativ hoch, was das angeht. Teilweise, ne? Ich meine, der kleine Fan hier, den haben wir auch gemietet, ne? Der kostet auch uns ein bisschen Geld. Ich weiß es gar nicht, wie viel. Ich kann mal gucken, wie viel uns der eigentlich gerade kostet, ne? Können wir demnächst mal abgeben. 14.500 würde der im Kauf kosten. Miete, so wie die Mieten, wären pro Arbeitsstunde 332 Euro, pro Arbeitstag 858 Euro nochmal, ne? Also, ja, es macht schon Sinn, den abzugeben und dann zu kaufen. Auf jeden Fall, ja. Macht schon Sinn irgendwo, ne? Das auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn, ne? Aber, okay. Ja, es geht. In meinem Pro-Arbeitsstand, wir sind ja nicht lange unterwegs, ne? Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit eigentlich komplett das Feld gedüngt. Können jetzt dementsprechend mit dem Tieflockerer arbeiten und alles. Das ist gar kein Problem, ne? Und so. Ich meine, 332 Euro, natürlich ist das schon eine ganze Menge Geld, aber wenn wir jetzt mal überlegen, ja klar, wir haben jetzt mit dem kleinen Fendt hier schon mittlerweile 25 Arbeitsstunden durch, ne? 25 Arbeitsstunden. Die uns das nochmal natürlich kostet bezüglich Geld. Wir haben das ja, 332 Euro waren das, glaube ich, ne? Oder? Wie viel war das? Ich sehe es gerade mit den 25 Arbeitsstunden, ne? Das ist schon heftig. 332 Euro sind das, ne? 332 Euro pro Arbeitsstunde mal 25 wären wir schon bei 8.300 Euro. Ach du Schande.
Doch mehr als ich dachte, ne? Ja. So ist das, ne? Ich bin gerade echt am Überlegen. Sollen wir den kleinen Fendt abgeben? Und später dann neu kaufen? Also, kaufen, wirklich? Weil ich meine, irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt 8.300 Euro, das ist verdammt viel Geld, ne? Wenn ich mir das mal gerade so überlege. Was wir schon wieder wesentlich besser hätten investieren können, eigentlich in weitere Tiere, ne? Ach, Leute. Was haben wir noch? Moment. Den Striegel hätten wir da. Wie viel würde der neu kosten? Wie viel würde der Striegel neu kosten? Der Striegel, 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 wo ist er? Schwarzer Striegel da. Das ist ja dieser hier, ne? Kostet 5.250 Euro. Den hier kann ich gar nicht ab. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob wir vielleicht noch einen anderen finden, ne? Aber, ja, einen, der vielleicht nur 4 Meter hat oder sowas, ne? Also nicht ganz so viel, aber auch in relativ preiswerten. Also ist schlecht ist er nicht, ne? Aber ein bisschen zu breit. Ne? Wenn er klapper wäre, wäre optimaler, finde ich. Ne? Ich gucke mich da nochmal um, ne? Ich gucke mich da nochmal um. Ansonsten, da machen wir jetzt noch den Flüssigdünger leer. Dann geben wir die Spritze ab. Ja, den Miststreu könnten wir theoretisch abgeben und von mir aus kaufen oder sowas. Den Wagen könnten wir von mir aus abgeben. Und später mal kaufen, ne? Wir müssen uns da echt umstellen, Leute. Wir müssen uns da echt noch ein bisschen umstellen. So, okay. Ja, ganz ehrlich, ich würde gerne jetzt eigentlich schon im Hauptmenü gucken, ob ich da irgendwie einen Striegel finde, der passender wäre, ne? Aber wir haben noch 2 Minuten Zeit, ne? Wir haben eigentlich noch 2 Minuten Zeit, ne? Das ist das Doofe. Das ist das Doofe, ne? Egal, kommt. Einmal ab zum Hof fahren, den müssen wir sowieso zum Hof bringen. Ne? Von daher fahren wir noch zum Hof. Dann holen wir uns den Tiefenlockerer und dann geht's ab auf Feld 27 mit dem Flügen. Aber in der nächsten Folge, ne? Also morgen Abend wieder, ne? Samstag 20 Uhr, neue Folge Capenor France, ne? So, okay. Sehr gut, ne? Sehr schöne Sache. Wo stellen wir die Spritze mal hin? Ich meine, wir wollen sie auch mal verwenden jetzt, ne? Um das. Stell sie erstmal hier hin. Pass auf, wir stellen sie hier hin.
Vielleicht sehe sie dann und nutze dann ab und zu mal, ne? Damit wir den das leer kriegen, das Zeug. Holen wir uns jetzt den Tieflockerer. Und werden damit mal arbeiten, ne? Aber in der nächsten Folge geht's los. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tiefenlocker, guck auch mal, ob wir da vielleicht was Älteres finden oder so, ne? Mal gucken. In dem Sinne, Leute, ich gucke mich mal um im Mod-Hub und wir sehen's in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.